Wir melden uns aus dem Old Trafford. Am Mikrofon Manni Beugmann und Frank Buschmann. Die heutige Begegnung Manchester United gegen Cardiff City. Manchester hatte 1999 ein Traumjahr. Wir erinnern uns deutlich. Manche unter uns wahrscheinlich überdeutlich. Oh ja, da kam einiges zusammen. Champion in der Premier League, englischer Pokalsieger, Weltpokalsieger und vorher... Das verschweigen wir. Ich sagte nur eins, Old Trafford beeindruckt mich jedes Mal wieder. Ein imposanter Bau. Nur noch Wembley bietet in England Platz für noch mehr Zuschauer. Und komfortabel ist es auch noch, denn wie in allen höherklassigen englischen Stadien gibt es hier nur Sitzplätze. Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Raphael. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Können Sie die Flanke verwerten? So sieht eine sichere Faustabwehr aus. Kopfball! Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Fletcher. Da kommt eine Möglichkeit für Manchester United. Ja, da kommt was auf uns zu. Achtung! Der geht an den Pfosten, aber aufgepasst! Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Evra. Und da hat er gar nicht gut ausgesehen in dieser Situation. Ja, da geht er resolut dazwischen. So muss man das machen. Johnny Evans. Ashley Young. Raphael. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Fletcher. Raphael. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Johnny Evans.
Fletcher. Raphael. Die verstehen sich blind. In der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi, sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten. Den gähn ich dir, denn genauso war das Spiel. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Valencia. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft, fantastisch. So sieht das der Trainer gern. Jetzt ins Tor. Und der Schritt. Das schockt den Favoriten. Und das bringt die Kleinen ganz nach oben mit etwas Glück. Und ich glaube, diese Situation sorgt für ein irres Fußballspiel hier. Viele sind stark mit dem Fuß. Er macht's regelmäßig mit Köpfchen. Voll mit der Stirn getroffen, wunderbar platziert. Keine Chance für den Keeper. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Fletcher. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Jones, langer Ball auf Javier Hernandez. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Oder Wingy. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Es wird nochmal gewechselt in dieser zweiten Halbzeit, in der sie bis jetzt keinen guten Eindruck gemacht haben. Eine Auswechslung soll den Umschwung bringen. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Ja. Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder offen.
so ist das. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Und da fliegt er wieder. So wirkt es zumindest. Höher als alle anderen. Ein super Kopfball. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das Bällchen ist doch heiß. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Und jetzt haben sie die Chance. Es ist nicht mehr lange zu spielen, aber es gibt noch mal den Eckstoß. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht Kopfballmöglichkeit. Fletcher. Das glaube ich nicht, dass das abseits war. Und dass die da unten jetzt sauer reagieren, das kann ich voll verstehen. Letzte Möglichkeit. Wenn sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. Und jetzt setzen sie alles daran, hier in Führung zu gehen. Ja, da kann man schon von Fahrlässigkeit im Abschluss sprechen. Vielleicht aber auch hier schon der Druck zu spüren. Wenn Sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, das ist eine gute Position. Rafael. Valencia. Wunderbar herausgespielt. Fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. 90 Minuten Fußball sind abgepfiffen worden. Es steht unentschieden.